ein deutsches Märchen. Der verwöhnte Prinz. In einem Palast mit 7 Prinzen, da lebte ein kleiner Junge, der zwar ein Prinz war, sich aber nicht wie einer fühlte. La, 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 la. Oh, hallo, mein verwöhnter kleiner Bruder. Wie geht's dir heute? Hast du gut geschlafen? War das Bett weich genug? Lass den süßen kleinen Jungen in Ruhe. Unser Vater wird dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Prinz Kater war der jüngste von allen Prinzen. Deshalb war er auch der verwöhnteste von allen. Verzeiht, Prinz. Aber der König hat uns angewiesen, dir eine strenge Diät zu verordnen, um dein Immunsystem zu stärken. Das Immunsystem? Ich bin doch gesund. Ich will alles, was meine Brüder auch essen. Oh, aber du hast vielleicht nicht die Kraft, dieses Essen zu verdauen, verstehst du? Du bist so empfindlich. Ich bin nicht empfindlich. Eines schönen Morgens informierten die Diener den König, dass sie ihre Prinzen nicht finden konnten. Bald stellte der Palast fest, dass sich alle Prinzen außer Prinz Kater mitten in der Nacht in das verbotene Land geschlichen hatten. Warum können nicht alle meine Söhne so klug sein wie Prinz Kater? Mit dem verbotenen Land ist nicht zu spaßen. Schickt unsere ganze Armee aus, um unsere Prinzen zu retten. Ich werde die Armee führen. Aber... Vater, wir können nicht die ganze Armee schicken. Schicke einfach nur die halbe Armee mit mir mit. Ich werde hier nicht friedlich sitzen. In dem Wissen, dass meine Brüder in Gefahr sind. Alle Versuche, Prinz Kater aufzuhalten, waren vergeblich. Er brach mit der Armee auf, um seine älteren Brüder zu retten. Es war ein tückischer Weg in das verbotene Land. Er kam an eine Weggabelung und Prinz Kater war sich sicher, dass die Prinzen den Weg zu seiner Rechten genommen hatten. Ich kann die Spuren hier lesen. Na klar kann er. Er hat keine Ahnung vom Spurenlesen. Er wird ja kaum aus dem Palast gelassen. Ja, das stimmt. Lass uns den Weg nach links folgen. Wir haben keine Zeit, den Launen eines verwöhnten Prinzen zu folgen. Die Obersoldaten beschlossen, die Armee weiter aufzuteilen und überließen Prinz Kater die am wenigsten ausgebildeten Soldaten. Es ist nicht Ihre Schuld. Ich mag ein Prinz sein, aber ich muss mir das Kommando über die Armee erst noch verdienen. Wir kommen gut allein zurecht. Lasst uns gehen. Ein Stück weiter. Prinz Kater stieß auf einen schrecklich aussehenden Palast. Es ist ein riesiger Wald. Ich frage mich, wo wir wissen sollen, ob meine Brüder noch da sind. Fragen Sie einfach die nette Dame an der Tür. Das war Violet, eine Pantherin. Sie stellte sich zwar vor, aber nicht besonders gut. Ich habe die 6 Prinzen auf der Durchreise getroffen. Sie waren alle ziemlich stark und muskulös. Sie waren überrascht, dass ich sprechen konnte. Zweifellos? Alles an diesem Ort ist verzaubert. Auch ich, glaube ich. Denn deine Brüder haben mir gesagt, dass Panther nicht sprechen können. Das wusste ich nicht. Denn ich bin der einzige Panther, den ich kenne. Eure Brüder dachten, dass der herzlose Riese, der in diesem Palast lebte, die Magie für ungute Zwecke einsetzt. Ich bin dann gegangen.
Aber die Brüder, die tapferen Prinzen sind, müssen den Palast betreten haben, um nachzusehen, was los ist. Ihr solltet die nette Dame an der Tür fragen. Ist eine Dame an dieser Tür? Was? Oh, du bist also in der Tür? Ja, ich war eine Taube, die aus Versehen gegen diese Tür geknallt und dann irgendwie stecken geblieben ist. Oh, wirst du mir helfen? Ich bat diese 6 Brüder um dasselbe und sie stimmten zu. Aber sie betraten den Palast und kamen nicht wieder heraus. Oh, die Armen. Die 6 Brüder, das sind meine Brüder. Ich werde den herzlosen Riesen besiegen. Wie kann er es wagen, meine tapferen Brüder zu fangen? Nichts für ungut. Aber deine Brüder waren alle muskulös und hatten eine riesige Armee. Wenn sie den Riesen nicht besiegen konnten, wie willst du es dann schaffen? Du bist nur eine Person. Vielleicht müssen wir eine andere Strategie anwenden. Wenn wir sein Herz finden, kann ich vielleicht meine Brüder im Austausch für das Herz des herzlosen Riesen fordern. Ich werde euch helfen, Fräulein. Haltet nur noch ein bisschen durch. Mit Hilfe des Panthers fand Carter die kleine Hütte, in der sich das Herz des herzlosen Riesen befand. Ich hatte Geschichten über diese Hütte gehört, aber ich war nie hier. Dieser Hütte gibt es einen Brunnen. In dem Brunnen ist eine wilde Ente. Und direkt unter dem Nest ist eine Kiste, in der das Herz des herzlosen Riesen liegt. Man sagt, dass die tapfersten aller tapferen Männer versucht haben, das Herz zu bergen und dabei gescheitert sind. Ich bin noch nie hierher gekommen, aber alles fühlt sich jetzt ganz anders an. Und warum ist das so? Ich habe das Gefühl, diese Hütte zu kennen. Aber das ist dumm. Wie sollte ich? Wie auch immer. Pass auf dich auf, Prinz. Als der Panther ging, atmete Prinz Carter tief durch und betrat die Hütte. Die Hütte war sehr unordentlich und alt, aber die kaputten Möbel erzählten eine andere Geschichte. Prinz Carter ignorierte sie und erreichte den Brunnen. Das scheint einfach zu sein. Die Ente sieht nicht wild für mich aus. Quack, 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 quack. Na, nein, 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 nein. Ich will nur die Kiste, ich will nur die Kiste. Quack. Der Riese hat meine Brüder gefangen genommen. Und ich will meine Brüder im Austausch für das Herz von ihm zurückfordern. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Warum sprechen in dieser Geschichte alle Tiere? Ich bin kein Tier. Ich war der Gehilfe des Mannes, der hier lebte, Quack. Mr. Salomon. Vor vielen Jahrzehnten wurde diese Stadt von einem bösen Zauberer regiert, der die Liebe hasste. Als er herausfand, dass Herr Salomon in ein Mädchen verliebt war, verfluchte er ihn, nahm sein Herz und verwandelte ihn in einen Riesen. Ich versuchte, den Zauberer aufzuhalten. Aber er verwandelte mich auch. Der Zauberer starb einige Jahre später, aber der Fluch blieb. Da Herr Salomon ein Riese war, konnte er sich nie in den Brunnen quetschen. Er suchte weiter nach dem Mädchen, aber da er sie nie fand, wurde er bitter und wütend.
Er ist ein guter Mann, der seine Liebe verloren hat. Ich werde sein Herz bergen und ihn an seine Güte erinnern. Zurück im Palast klopfte Prinz Carter an die Tür und die Dame ließ ihn herein. Du hast so lange in großem Schmerz gelebt, lieber Freund. Jetzt nicht mehr. Ich bin's. Ich bin's. Ruth. Ruth. Wow, wow. Warte, Solomon. Mein Solomon. Warte mal. Du warst der Panther? Du bist sein Mädchen? Oh, der Zauberer muss dir das Gedächtnis genommen haben. Damit du Herrn Salomo nicht erkennst. Deshalb hattest du dieses seltsame Gefühl, als du in die Hütte kamst. Der Fluch ist gebrochen. Ich bin wieder ich. Die Taube, die sechs Brüder und alle anderen versammelten sich, um die wahre Liebe von Mr. Solomon und Ruth zu bezeugen. Du hast dich wirklich bewährt, Bruder. Die wahre Stärke lag nie in unseren Muskeln, sondern in deinem Einfühlungsvermögen. Wir konnten den Riesen nicht besiegen, weil wir nie verstanden haben, warum er wütend war. Er hatte Schmerzen, weil seine Liebe fehlte. Ich wusste immer, dass meine Söhne mich stolz machen würden. Aber wir müssen jetzt aufhören, Prinz Carter so zu behandeln, als ob er schwach wäre. Wer Mitgefühl für sein Volk hat, der kann niemals schwach sein. Stimmt. Vielleicht könnte Prinz Carter uns etwas Einfühlungsvermögen beibringen. Das Glück von Prinz Carter kannte keine Grenzen. Er wurde von seinen Brüdern und seinem Königreich respektiert und bewundert. Er hatte sich seinen Respekt und sein Kommando auch in der Armee redlich verdient. Und Mr. Solomon und Ruth reparierten ihre Hütte und begannen ein neues Kapitel, um ihr Glück zu finden.